Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Cyberpunk. Oh, Nancy. Okay. Ich find's total witzig, ne? Ich mach nichts und auf einmal kommen die Nachrichten. Beide Boys, ich meine, zum Glück hat es sich weder Carrie gemeldet noch River. Es könnte ja auch noch gut sein, dass sie sich melden. Also Kaido? Ja. Wie dem auch sei. Heute kämpfen, machen wir eins der verschiedenen Enden. Ja, ich weiß, es gibt kein Zurück. So, deswegen haben wir ja noch einmal ein Save. So, es gibt dir jetzt, es gibt dir. Gott, ist mir schlecht. Das gefällt mir nicht. Diese Porzellanschlampe bedeutet nichts als Ärger. Ich weiß, ich bin vorsichtig. Vorsichtig zu sein ist nicht gerade eine deiner Stärken. Beim ersten Anzeichen von Ärger hauen wir ab. Also das erste Ende machen wir so, wie ich es ja Bock hätte, aber am Ende machen wir jedes Ende. Hm. Gibt's noch was? Sie hat alle weggeschickt? Scheiße. Das ist nicht gut. Ihr wird ja sogar der scheiß Platzanweiser reich. Als allererstes schauen wir uns um. Vielleicht gibt's auch irgendwo eine Waffe, Küchenmesser oder sonst irgendwas. Okay. Das erste Ende wird so, wie ich es jetzt für richtig halte, dann. Alles in Ordnung? Hallo. Und dann gehen wir einfach jedes Ende hintereinander weg durch. Danke fürs Treffen. Natürlich, wie. Und ich danke dir. Ehe wir ins Detail gehen, möchte ich dir etwas erklären. Und zwar, warum ich mich entschlossen habe, dir zu helfen. Du wusstest nicht, ob du mir glaubst, dass Yorinobu euren Vater getötet hat? Aber jetzt... Ich wusste es. Von Anfang an. Wie bitte? Was? Alle Vorstandsmitglieder wussten es. Absolut niemand glaubte die Geschichte mit der Vergiftung. Die Details passten einfach nicht zusammen. Typisch Konzerne, nur am Lügen. Damit wirst du zur Komplizin deines Bruders. Bist kein Deut besser als er. Du kennst meine Familie nicht. Nicht im geringsten. Mein Vater hat Fehler gemacht. Das weiß ich sehr wohl. Wenn ein Gegenspieler ihm im Weg war, hat er ihn gnadenlos beseitigen lassen. Yorinobu konnte so nicht weitermachen. Aber für Vater heiligte der Zweck immer die Mittel. Saburo Arasaka hat immer nur eines wirklich geschätzt. Weißt du, was das war? Macht? Familie. Unsere Familie. Ihm lag am Herzen, dass sie überlebt, weiter besteht. Stabil und ohne Widersprüche. Yorinobus Taten malen ein ganz anderes Bild. Yorinobu hat die Hand gegen Vater erhoben. Aber er ist ein Arasaka, Teil der Familie. Ich erwarte nicht, dass du es verstehst. Du sollst nur wissen, dass meine Untätigkeit keine Absicht war. Es ist komplizierter. Eigentlich wollten wir über die Details reden. Dann tun wir das. Hast du wie vereinbart Soul Killer mitgebracht? Finger am Abzug, verrat ihr kein Wort. Du scheinst mir nervös. Ist irgendwas? Ich weiß nicht.
Dieser AV ist schon dreimal vorbeigeflogen. Glaubst du, jemand verfolgt dich? Keine Zeit für Ablenkungen. Hast du Soulkiller dabei? Hältst du mich für so dumm, dass ich darauf reinfalle? Ich will hier lebend raus. Hätte ich solche Absichten, hätte ich einen deutlich diskreteren Ort als diesen ausgewählt. Wir sind hier, weil ich weiß, wie man dein Leben retten kann. Ich kann dich nach Mikoshi führen. Und wie? Mikoshi existiert nicht in der wahren Welt. Aber seine Zugangspunkte. Und einer ist ganz nah. Wo? Hier in Night City, unterhalb des Arasaka Towers. Lass uns abhauen. Sofort. Du willst weg? Wie kommst du nur darauf? Dann quatsch nicht dauernd dazwischen und hör ihr zu. Das wird ein Desaster. Setz dich. Wir haben keine Zeit. Du weißt, wie man mein Interesse weckt. Also dann, rede. Mein Bruder. Weißt du das auch? Stinkt nach Bullshit. Geh bloß nicht drauf ein. Er muss für seine Taten zur Verantwortung gezogen werden. Sprich's ruhig aus. Das macht's leichter. Ich will ihn bestrafen. Zu schwammig. Du willst ihn tot sehen. Ich will, dass die Arasaka Corporation die Wahrheit erfährt. Und wie hast du dir das vorgestellt? Yorinobu. Hanako-sama, soro-soro go-jitaku ni omodori itadaite. Sugu ni sumu wa. Yorinobu wird bald ein Vorstandsmeeting einberufen. Repräsentanten aller Fraktionen nehmen daran teil. Der perfekte Moment, ihnen mitzuteilen, wie mein Vater wirklich gestorben ist. Ich will dich in dieses Meeting holen, damit du gegen meinen Bruder aussagst. Aussagen, hm? Spiel einfach mit offenen Karten, Hanako. Hilf mir, Yorinobu loszuwerden. Dann helfe ich dir, das Konstrukt loszuwerden. Das Angebot ist gut. Ich muss das überdenken. Natürlich. Aber denk schnell. Yorinobu ist seit der Parade argwöhnisch. Wir haben nicht viel Zeit. Jetzt komm. Lass uns hier abhauen. Wie? Geht es dir gut? Du blutest. Fuck. Sieht aus, als läuft dir die Zeit davon. Zögere nicht. Triff eine Entscheidung. Ich denk drüber nach. Du brauchst frische Luft. Sofort. Oh Gott. Mir geht's ja total beschissen. Ich hab dich gewarnt. Was machst du? Scheiße, wir sind jetzt so kurz davor wie... Und du kannst dich nicht mal auf den Beinen halten. Aber ich schon. Dein Körper hört auf mich. Verstehst du, was ich sagen will? Klar versteh ich's. Du willst, dass ich dich ans Steuer lasse. Ich will dir das Leben retten. Wirf das Pseudo-Endotrizin ein und lass mich ans Steuer. Ich bring uns nach Scheiß Mikoshi. Wie noch gleich? Jedenfalls ohne diese hinterfotzige Arasaka-Porzellanpuppe. Ohne Hilfe haben wir keine Chance. Stimmt. Deshalb werde ich Rogue dazu holen. Sie hat's immer noch drauf. Außerdem schuldet sie mir was. Die hätte vielleicht vor 50 Jahren was für dich riskiert. Aber jetzt
glaube ich kaum. Ich überzeug sie. Schließlich kennen wir uns mit solchen Sachen aus. Wir sprengen uns in den Saka Tower, genau wie früher. Und dann suchen wir den Weg nach Mikoshi. Das ist unsere einzige Chance. Was ist mit Panam? Sie hat Hilfe angeboten. Ich weiß, du und Panam, ihr habt was Besonderes. Das verstehe ich. Echt. Aber genau deshalb ist die Idee scheiße. Du solltest sie da nicht reinziehen. Den Fehler habe ich auch mal gemacht. Lass sie und ihre Leute außen vor. Wenn einer stirbt, gibst du dir am Ende nur die Schuld. Unsere einzige Hoffnung sitzt genau in diesem Moment im Afterlife. Und sie heißt Rogue. Hanakos Angebot steht noch. Sorry, als ob Hanako... Ach komm, lass den Scheiß. Sie hat wenigstens Macht und kann helfen. Helfen, ha? Huh? Okay, ich verstehe, was du sagst. Du glaubst, mit der Konzernfotze zu arbeiten, wird es lohnenswerter machen. Dann hör jetzt genau zu. Die Konzernkleptokratie ist keine Option. Rogue und ich ziehen das durch, genau wie früher. Ressourcen und Beziehungen. Du wirst niemanden besseren finden in NC. Es muss Johnny. Klappen. Wir brechen in den Tower ab. Alt knackt Mikoshi. Und ich zerreg ihn. Na toll, du machst schon wieder einen Abgang. Noch. Bin ich. Nein, es ist nicht, was du denkst. Noch nicht. Langsam. Beweg dich erstmal nicht. Vic? Ich weiß, es tut weh. Du warst weggetreten, als du hier ankamst. Musste dir Beta-Haloperidol geben. Aber Lichtübersensibilität ist gut. Heißt, dass deine Sehnerven noch intakt sind. Mein Kopf. Ah. Der Biochip ist fast wieder stabilisiert. Fühlt sich an... als ob jemand deinen Kopf als Messerblock benutzt. Wie bin ich hier gelandet? Hast dich hergeschleppt, mehr tot als lebendig. Hast Misty mächtig erschreckt. Hast den Patienten, der hier lag, vom Tisch geschubst. Und verlangt, sofort behandelt zu werden. Sag ihm, es war dein Schutzengel. Ich war nicht ganz ich selbst. Ich weiß. Ziemlich beunruhigend. Nächstes Mal was mit weniger Umdrehungen. Das ist kein Witz, Kleiner. Wenn du mich fragst, gibt es kein nächstes Mal. Okay. So sollte es angenehmer sein. Versuch, dich aufzurichten. Vorsichtig. Okay. Aber erwarte kein Wunder. Ah. Langsam. Wieder ein Sieg. Für die Geschichtsbücher. Und wie lange soll das jetzt noch so weitergehen? Sag du's mir. Wenn ich mir dich angucke, nicht lange. Noch ein Anfall und du kriegst nirgendwo mehr hin. Du wirst in irgendeiner Gasse krepieren. Das ist deine letzte Chance, die Sache in die eigene Hand zu nehmen.
Kapiert? Die Sache in die eigene Hand nehmen? Was glaubst du, tue ich die ganze Zeit? Was es auch ist, es führt dich immer wieder auf meinen Tisch. Siehst du das Zeug da drüben? Ja, was ist damit? Dort findest du die letzte Dosis Pseudoendotrizin. Geschenk von Misty. Willst du den Stimmen im Kopf nachgeben? Nur zu? Verlass die Welt still und leise. Oder finde einen anderen Weg. Bring es auf deine Art zu Ende. Ich hab dir auch ein Geschenk hingelegt. Locker. Schaff die paar Meter bis zum Tisch ohne Hilfe. Der Rest liegt allein in deiner Hand. Du hast ihn gehört. Wir haben noch eine Chance. Ich übernehme. Endotrizin, Rogue, Saka Tower. Nur so haben wir eine Chance. Es reicht, Johnny. Ich muss das überdenken. Du willst dir das Hirn zermartern? Okay. Aber nicht hier unten. Wie? Scheiße, das habe ich gehört. Oh, gehört? Was? Geh und bring das in Ordnung. Ich glaube, ich schaff's. Wie auch immer du entscheidest, zuerst sollten wir von hier verschwinden. Ich kann dir gar nicht genug für alles danken, Vic. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Und jetzt geh. Ich will zumachen. Nimm die Meds und tu, was du tun musst, Vic. Danke, Vic. Das werde ich. Pass auf dich auf. Viel Glück, Kleiner. Hey, Vic, ich hab deine Gedanken gehört. Das war nicht meine Absicht. Tut mir leid. Nicht nötig. Ich weiß, was los ist. Und ich weiß, es wird nicht einfach. Für keinen von euch. Wenn du es hier nicht entscheiden willst, ich kenne da einen besseren Ort. Okay, geh vor. Was macht diesen Ort so besonders? Ich war mal mit Jackie dort. Ist nicht weit. Jackie? Was hat er mit all dem zu tun? Du wirst sehen. Na komm. Ich werde auch jede Mission von Hanako an nochmal beginnen, also jedes Ende. Damit auch, wenn ihr euch für eins zu Ende entscheiden wollt, die kommen dann immer in den Tagesabschnitten dann, so immer einen Tag danach. Könnt ihr dann entscheiden, welches Ende euch angucken wollt, oder ihr guckt euch halt alle Enden an. Er hatte denselben Gesichtsausdruck. Wer? Jack? Das war's, Chica. Ich bin am Ende. Klingt nicht nach dem Jackie, den ich kannte. Es ist lange her. Seine Mutter hatte gerade erfahren, dass er bei den Valentinos war. Glaub mir, Signora Wells auf der einen Schulter, sein Gangkumpel auf der anderen. Wer kann sich da entscheiden? Mein Jackie hatte es nicht leicht, aber er fand den Mut, sich zu vertrauen. Nachdem wir hier waren. Ah, besser. Luft. Siehst du die? Ich komme her, wenn ich mal raus will. Zum Nachdenken. Sie hat recht. Du solltest dich auch mal hinsetzen und über alles nachdenken. Danke, Misty. Du hattest recht. Guter Platz. Sag mir, was hat Jackie hier beschlossen? Ach, du weißt schon. Irgendwann werde ich eine Legende sein. Ich lasse dich jetzt allein. Nimm dir Zeit. Du hast mir einen schönen Schrecken eingejagt.
Ich dachte wirklich, das war's. Nope. Immer noch da. Vorerst. Du solltest alle anrufen, von denen du dich verabschieden willst. Wow, Worst-Case-Szenario. Das klingt düster. Nein, aber was immer du entscheidest, birgt Risiken. Wenn's nicht so läuft, wie wir wollen. Mach's einfach. Wenn du irgendwen sprechen willst, tu's jetzt. Die Pillen können warten. Ich rufe Panam an. Panam. Ich will nur ihre Stimme hören. Ich hoffe, das ist alles. Wirklich alles. Hey. Panam, hey. Weißt du, wie spät es ist? Dauert nicht lange. Ich wollte nur deine Stimme hören. Hast dir eine gute Uhrzeit dafür ausgesucht. Wie? Okay, was ist los? Ich weiß nicht, ob wir uns wiedersehen. Was? Weißt du, meinetwegen. Geh doch. Nein, 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 so meine ich das nicht. Entscheide dich mal. Es gibt da was, das ich heute tun muss. Das Risiko ist hoch. Enorm. Aber ich muss es tun. Was ist es? Nichts fürs Holo. Lieber persönlich. Dann laber nicht und sag mir, wo du bist. In der Stadt? Ja. Okay. Setz dich irgendwo hin und warte. Ich komm zu dir. Du verstehst nicht. Die Zeit habe ich nicht. Hat das mit dem zu tun, was du mir erzählt hattest? Hat es. Okay, dann sag ich dir jetzt was. Es gibt immer einen Ausweg. Du machst Folgendes. Atme ein paar Mal tief ein und denk nach, worüber wir geredet haben. Dann ruf mich wieder an. Aber... Ende der Diskussion. Gut gemacht. Sie hat mich nicht zu Wort kommen lassen. Ist wohl besser so. Du hättest nur zu viel ausgeplaudert. Gut, dass du angerufen hast. Diese Chance hätte ich damals auch gern gehabt. Wir haben echt viel zusammen durchgemacht, hm? Überleg mal. Alles hat auf einem Müllhaufen angefangen. Mhm. Dann wolltest du mich umbringen. Genau das meine ich. Und jetzt versuche ich dir den Arsch zu retten. Wenn du es nur zulässt. Oder du versuchst es mit Panam und ihren Wanderhuren. Aber wenn sie sterben, wirst du darunter leiden. Oder du nimmst Arasakas Deal an, aber dann hast du deine eigene Seele auf dem Gewissen. Okay, Arasaka vertrauen. Ne Scheiße, Arasaka ist ein Haufen Müll. Panam zu verlieren ist auch blöd. Dann über Rogue. Ich finde, du solltest das mit Rogue versuchen. Ihr habt die beste Chance. Bist du ganz sicher? Von da an gibt's kein Zurück. Es gibt noch eine Option, weißt du? Welche? Wir lassen das mit den Pillen. Ziehen einen Schlussstrich. Ein für alle Mal. Wenn wir gar nichts versuchen zu unternehmen, sind wir beide verloren. Okay, war eine dumme Idee. Vergiss es einfach. Ich finde, du solltest es mit Rogue versuchen. Bist du ganz... Du bist dran, Johnny. Ich vertraue dir. Übernimm das Steuer. Aber lass uns am Leben, ja? Danke, V. Ich bringe uns da rein. Wirst sehen. Sehen uns auf der anderen Seite. So sei es.
wenn ich dafür die ganze Stadt niederbrennen muss. Wen haben wir denn da? Ich sag's dir freundlich, Wakako. Steh mir nicht im Weg. Dein kleines Geschäft läuft nur, weil ich es dulde. Und meine Stimmung kann sich jederzeit ändern. Moment mal, eine Sekunde. Wie? Wir Pause. Ich bin's. Wir reden später, Wakako. Was willst du, Johnny? Habe ich etwa was Wichtiges unterbrochen, huh? Ich habe das Gefühl, diese Unterhaltung könnte wichtiger sein. Du willst was, und das ist immer ein schlechtes Zeichen. Klar will ich was. Und zu wem sollte ich damit sonst gehen? Von der ganzen verrückten Atlantis-Crew hast nämlich aus irgendeinem Grund nur du überlebt. Was zum Teufel soll das heißen? Ich erinnere mich nur. Vermisst du die alten Zeiten, Rogue? Ich finde gut, wie es ist und wie es mir damit geht. Das merke ich. Schade, dass sonst keiner der Atlantis so viel Glück hatte. Hey Leute, wir schließen. Was, wieso? Raus jetzt. Wir sind noch nicht fertig. Oh doch, das seid ihr. Scheiße, was ist denn los? Nichts. Deine Schicht ist vorbei. Geh nach Hause und leg die Füße hoch. Okay, dann gehe ich mal wieder an die Arbeit. Wir haben den ganzen Laden für uns. Ich fühle mich wie ein VIP. Jetzt rede. Was zum Henker hast du mir zu sagen? Pack die Karten auf den Tisch, Rogue. Ich weiß, du hast dich verkauft. Das denkst du von mir? Fuck! Seit wann, verdammt nochmal, gehen dich meine geschäftlichen Entscheidungen was an? Du hast deinen Namen auf der Zunge, ich weiß es. Adam Smasher. Es stimmt, aber das war viel später. Du warst fort. Und die Trauerklamotten auch. Im Geschäft gibt's keine Sentimentalität, Johnny. Smasher und ich haben für dieselben Leute gearbeitet. Stinkt das zum Himmel? Ja. Hatte ich eine Wahl? Immer. Bedauere ich es. Sehr sogar. Wolltest du das von mir hören? Naja, was soll ich sagen? Vergangen ist vergangen. Wenn dem so ist, lass uns doch über die Zukunft reden. Du bist nicht ohne Grund hier. Dieser Körper, ich bin nicht... Ah, fuck! Wie stirbt, und ich bin der Scheißkrebs, der ihn umbringt. Doch der Prozess kann aufgehalten werden, ich muss nur... Nein, Johnny. Lass es bitte. Mach dir nicht vor, dass du jemandem helfen willst. Es geht wieder mal nur um dich, damit du dich besser fühlst. So denkst du über mich? Ja. Genau wie damals mit Alt. Und da ging's nicht mal um Schuld, sondern nur um allgemeines Unbehagen. Vielleicht habe ich mich ja geändert. Ich habe keine Zeit mehr, Rogue. Wenn die beschissene Uhr 12 schlägt, ist Johnny Geschichte. Und wie gleich mit. Ich muss aus seinem Kopf raus, bevor es soweit ist. Wir haben es geschafft, Al zu kontaktieren. Sie wird uns helfen. Aber... Das Problem ist der Ort. Eine Datenfestung, Mikoshi. Und der einzige Zugangspunkt für uns liegt schön gesichert unterm Saka Tower. Arasaka? Schon wieder? Hätte ich wissen müssen. Nur ein Idiot macht denselben Scheiß immer wieder und erwartet andere Resultate. Nein, das kannst du nur ein Wahnsinn. Hast du überhaupt einen Plan?
Wir brauchen Leute. Du weißt, welche Sorte. Und Ausrüstung. Die beste, die es gibt. Und natürlich Glück. Darauf können wir nur hoffen. Sagtest du wir? Ja, ohne dich kann ich das kaum durchziehen. Ich soll also meine Tsunami entstauben und mich deinem Kreuzzug gegen Arasaka anschließen? Bingo. Wann? Weiß nicht. Jetzt? Mhm. Und warum sollte ich dem zustimmen? Tu es für dich. Für mich, ja? Du kannst gern weiter die Ballkönigin von Night City spielen, aber das ist nicht Rogue. Die echte Rogue hast du auf dem Weg nach oben begraben. Sieh in dich hinein. Ich weiß, sie ist noch dort. Scheiße. Ich wusste, dass es so kommen würde. Dass du eines Abends wie durch ein Scheißwunder hier reinplatzt und wieder alles kaputt machst. Manche Dinge ändern sich nie. Und wir? Haben wir uns geändert? Ich weiß nicht. Dann lass es uns rausfinden. Hilfst du mir, Rogue? Halt die Klappe, Johnny. Halt einfach die Klappe. Das kam unerwartet. Ich dachte, es geht gleich direkt zum Saga Tower. Scheiße, verdammt! Jedes Mal. Ich hab echt noch nie wen erlebt, der einfach über 20 Stunden abklappt. Nächstes Mal Hagels Zähne. Ach ja? Versuch's doch. Aber der Boss wird verstimmt sein, wenn ich dir die Knochen breche. Du meinst Rogue? Es gibt nur einen Boss. Na los, der Boss wartet. Oh, schauen wir uns hier noch schnell um. Weil das, diesen Ort kenne ich auch nicht. Das werden definitiv öfters mal abscannen. Aber wenn ja auch nur ikonische Sachen und sowas mit alles andere, ist mir scheißegal. Unser Pilot bringt uns heute zum Corpo Plaza. Rogue. Du bist die Beste. Ich weiß. Sonst wärst du ja nicht hier aufgekreuzt. Unsere Ausrüstung. Nimm, was du brauchst. Nichts lieber als das. Reach Dice. Gib panzerbrechende Projektile ab. Overture. Schnapp dir die Ausrüstung, Johnny. Granaten. Oh, eine Schrotflinte. Ein schickes Katana. Retrodüsen von Rogue. Was ist das hier? Retrodüsen. Antigravs. Du schnallst sie an die Beine und springst damit aus fast jeder Höhe nach unten. Mensch, Johnny, ich bin nicht dein scheiß Babysitter. Alles gut. Hab's schon. Okay. Jetzt erzähl mir, wie der Plan lautet. Okay, der Plan ist erstmal. Oh, Sven.
Keine richtige Ausrüstung. Okay, die muss ich tragen. Die muss ich tragen, sonst geht's schlecht zu. Hab ich noch irgendwie. Ah, ich kann legendäre Mods mitpacken. Okay, gut. Nein, geht nicht. Okay, die einzige Waffe ist die, ja, die ist panzerbrechend. Einer besten werden, dass die Welt je gesehen hat. Behandel es mit Respekt. Ist es eine Baumwurstumgewehr? Zählt das als Tech-Waffe? Das ist mir sowas von Scheiße, ja. Basteln wir mal richtig Mats drauf. So Bock, das Gewehr zu nehmen. Dann ist so upgraden. Ist das hier abgetragene Racejacke mit Schnallen? Ich weiß nicht, welches ist das gute Zeug ist, aber egal. Ja, steck den Splitter ein. Das Ziel ist der Mikoshi-Zugangspunkt im Arasaka Tower. Wir müssen die Laborebene erreichen, sie so lange halten wie nötig und dann lebend rauskommen. Der Arasaka Tower ist eine Festung. Das sicherste Gebäude in Night City. Wir können also nicht durch die Vordertür spazieren. Also schaffen wir uns selbst ein Fenster, durch das wir einsteigen. Wir fliegen mit einem Militech Strix rein. Ein taktischer Bomber. Zuerst lassen wir von weit oben Feuer auf die Tower-Luftabwehr regnen. Dann brechen wir durch eine Wand im 75. Stock, springen aus dem AV und überleben dank unserer Antigravs. Ja. Wir landen mitten in einem tropischen Regenwald. Entgegen landläufiger Meinung hat Arasaka durchaus Stil. Wir hacken uns durch den Dschungel bis zu einem Schacht auf der Vertikalachse des Towers. Dieser Schacht führt durchs gesamte Gebäude. Wir setzen wieder die Retrodüsen ein und springen ins Erdgeschoss. Die Sicherheitsleute werden überrascht sein. Ich erwarte Chaos und kaum Widerstand. Wir laufen zur Laborebene, erreichen den Zugangspunkt. Und dann übernimmst du. Kunstpause für Beifall. Wie gesagt, es gibt nur einen Boss, eine Königin. Wir lassen also Feuer auf die Arschlöcher regnen. Im Ernst? Darauf habe ich ewig gewartet. Jetzt spritzt dir nicht gleich ins Höschen. Wenn wir überleben wollen, müssen wir deutlich mehr tun. Jetzt zum komplizierten Teil. Wir werden einen Jurugin 0401-Satelliten aus dem Orbit schubsen. Scheiße, ein Satellit! Wir schreiben Geschichte, Leute. Das zerschießt die Kommunikation in Night City, Nord- und Südkalifornien. Bringt uns 3-4 Stunden. Keine Koordination, keine Unterstützung. Totales Chaos. Du meinst, du hast nicht nur einen scheiß Bomber, sondern auch ein bewaffnetes Space Shuttle? Ich habe einen Bekannten bei Orbital Air. Geheimer Wohltäter? Hochrangiger Informant. Ich zahle gut, um uns Zugriff auf den Jurugin zu geben. Der Rest liegt in der Hand deiner Netrunner-Freundin. Du meinst alt? Sie ist die einzige, die ich kenne, die einen Arasaka-Satelliten vom Himmel holen kann. Ein Kontakt bei Orbital Air? Wow. Du bist echt die Königin der Fixer. Sei dankbar.
Für dich ziehe ich alle Register. Hast du dir das ausgedacht, als ich geschlafen habe? Eigentlich eher, als du tot warst. Ein Finger am Kommunikationsnetz ist Gold wert, wenn die Konzerne sich wieder bekriegen. Nichts bringt mehr Eddies ein als der Krieg. Ich muss sowieso mit Alt reden. Ich überrede sie. Versau's nicht, Johnny. Das ist das Einzige, was ich nicht tun kann. Ich sag doch, ich krieg das hin. Also, zusammengefasst, wir fliegen unbemerkt zum Arasaka Tower und begrüßen die mit einem Arsch voll Raketen. Genau. Dann springen wir rein, finden den Schacht und gehen nach unten. Zum Mikoshi-Zugangspunkt. Ja. Was meinst du? Ich sehe nur ein Problem. Danach gibt's kein Zurück. Du brichst Brücken ab. Ich jag sie eher hoch. Arasaka wird dich ins Visier nehmen. Ja. Orbital Air wahrscheinlich auch. Aber so wie ich das sehe, haben die sich die Scheiße selbst eingebrockt. Also, was denkst du? Der Plan hat mehr Löcher als ein Kabuki-Puppenhaus. Aber scheiß drauf, das muss klappen. Wird nicht der dümmste Job, den wir je gemacht haben. Rogue. Was? Ich danke dir. Dank mir später. Erstmal um Alt kümmern. Weißt du, wie man sich im Cyberspace bewegt? Naja, Vi hat ja einige Übungen darin. Ich schaff das schon. Geh nach hinten. Nix zeigt dir, wie's geht. Alter, das... Und du, Waylon, schmeißt den Strix an. Wir sind gleich bei dir. Alter, das... Wie lange braucht ihr? Hab ich noch Zeit für ein Nickerchen? Okay, das wird eine richtig geile Mission. Hey, du wirst also eintauchen, ja? Das ist der Plan. Alles klar. Zieh dir einen Anzug an und setz dich dann da drüben hin. Ich mach für heute Schluss, also musst du allein wieder auftauchen. Und versau meine Ausrüstung nicht. Ich sagte doch, Alt Cunningham ist Geschichte. Ach ja? Warum sehe ich sie dann vor mir? Du siehst Alt, weil du es willst. Es ist ein Abwehrmechanismus. Dein Gedächtnis erschafft lediglich ein Ersatzbild von ihr. Es ist seltsam, als ob... Du schlecht träumst. Liest du meine Gedanken? Stark vereinfacht gesagt. Du leugnest immer noch, was du bist. Ein Konstrukt, ein Datensatz. Ich verstehe dich. Du verstehst mich? Wie Zeilen eines Codes. Okay, das ist alles echt abgefuckt. Ich fühle mich... Nackt. Die Zeit ist knapp. Netwatch könnte unseren lokalen Traffic aufspüren. Ich weiß, wie wir nach... Unterhalb des Arasaka Towers. Vorhersehbar. Heilige Scheiße, du tust es. Du liest meine... Der Jurugen 0401 ist kein Problem. Ich kann den Satelliten deaktivieren. Kannst du mal kurz Luft holen? Du wirst in den Arasaka Tower einbrechen und den Port nach Mikoshi finden. Dieses Programm wird die Verbindung herstellen. Ich schicke es mit dir auf einem Splitter. Sobald du eine Hintertür geöffnet hast, wird es mir möglich sein, die Sicherheitsprotokolle zu umgehen. Und dann? Wirst du von Vi getrennt. Und Mikoshi wird aufhören zu existieren. Aufhören zu existieren? Wie die Konstrukte darin, oder? Nein. Die Datenkonstrukte werden nicht zerstört.
Sie werden Teil von etwas Größerem. Nein, lass es. Ich verstehe es immer noch nicht. Weil du dazu nicht in der Lage bist. Mach doch, was du willst. War das alles? Warte. Eine Sache noch. Ich habe keine Zeit mehr für dich. Weißt du was? Ich glaube, du hast recht. Alt ist weg. Seine. Na toll. Geh doch, verpiss dich. Drauf geschissen. Die Mods wurden schon wieder überschrieben. Was ist das denn für eine absolute Scheiße? Egal. Die paar Punkte machen den Braten auch nicht mehr fett. Und hinterlegt. Papierkram liegt bei Asukaga in Finch. Ja, alles in Ordnung. Kein Grund zur Sorge. Jetzt fahr rechts ran. Mach den Motor aus und sieh dir die Sterne an. Du wirst es nicht bereuen. Ich muss los. Hab dich lieb. Bereit? Rogue, wer war das? Mein Sohn. Okay, das habe ich nicht erwartet. Soll das etwa heißen, du hast... Ein Privatleben? Ja. Mehr musst du nicht wissen. Also nochmal, bist du bereit? Ja, bin soweit. Gut, dann komm. Sonst hebt der Irre noch ohne uns ab. Okay, dann lass das mal krachen. Ich glaube, das Ende hatte ich damals nie gehabt, aber das Ende ist einfach gerade so... Ui, oh, Aufzug bestimmt. Ich mochte diese Bar. Werd sie vermissen. Ganz nach oben. Wegen Wieland. Was hast du ihm über den Job gesagt? Er wollte nur wissen, wie viel er dafür kriegt. Hat er es drauf? Sein Ziel ist, zur Night City-Legende zu werden. Hm, wer will das nicht? In der guten alten Zeit. Oh ja. Am meisten mag. Ach ja, was denn? Das da unten. Siehst du das? Ein
halben Tag bist du in der Gosse und am nächsten liegt dir die ganze Stadt zu Füßen. Diese ganze Scheißstadt. In der dir keiner was vorschreiben kann. Nicht mal diese Hurensöhne. Keine Ahnung, wie das endet. Aber ich sag dir, das gibt ein lautes Erwachen. Ja, die Stadt ist reif für einen neuen Weckruf. Scheiße, das ist so schön. Und es wird gleich noch schöner. Was soll das heißen? Ihr dreht euch eine Tüte und lasst mich nicht ziehen. Aha, träum weiter, Squammer. Guckt nach oben, Leute. Cunningham hat ihren Auftritt. 3, 2, 1. Wow, war das der Jurugen? Wünscht euch was. Alter. Hey, die haben uns im Visier. Scheiße. Was machen wir? Unseren Plan durchziehen. Das ist mit der Nähe von der Rakete. So wie geplant. War trotzdem gut. Wayland ist nicht gesprungen. Gecrashed beim Wasserfall. Ich versuche ihn zu erreichen. Dann müssen wir jemanden mit Zugang zum Fahrstuhl nach unten finden. Wayland, hörst du mich? Bist du noch in einem Stück? Glaub schon. Aber der riesige Stamm will mich vielleicht fressen. Wir holen dich da raus. Bleib, wo du bist. Was auch sonst. Wir holen Wayland ab. Okay. Wir brauchen jede Hilfe, ja. Alles hier ein bisschen anders aussieht, das macht es ein bisschen komisch. Ich habe Wayland gefunden. Lauf zum Wasserfall. Warte auf dich. Spaten des Pedels. Ich suche die Leiche des Offiziers, kehre zu Rogue zurück. Nicht jetzt. Wir brauchen einen Zugangschip, um herauszukommen. Filz die Wachen. Oh, scheiße. Ich wusste, ich habe was vergessen. Aber ich weiß, wo einer ist. Schon tot. Erweisen wir ihm die letzte Ehre.
integrierter Scheinwerfer anscheinend. Nix mit Schleichen, jo. Nix looten, nix unnötig aufhalten. Nix hacken. Wir machen es komplett ins Johnny-Style. Gar nicht immer schon solche leuchtenden Augen gehabt. Das sieht gut aus. Das sieht echt cool aus. Das Atrium. Scheiße. Ich habe hier erst vor einem Monat Michiko Arasaka getroffen. Ihre Flure. Büros. Genau wie damals. Weißt du noch? Ja, na klar. Du hast dich verändert. Bist endlich erwachsen. Und du immer noch die Beste. Okay. Sicherheitsräume sind unten. Du musst dich durchschauen. Ja, nichts lieber als das. Weiter Weg nach unten. Deshalb haben wir ja die Anti-Grabs dabei. Und ein Item noch? Wir sehen uns unten. Wir sehen uns unten. Was ist denn? Was ist los mit dir? Konzentrier dich auf den Kampf! Das wird nie langweilig. Ganz gut. Da los! Ja doch, zu ich mache! Wollen wir hier? Hier sind zwei Wege. Nein, eben nicht. Wir haben bis in einen Weg. Die haben jetzt auch nicht gebracht, die Gravity-Schuhe. Oder so. Oh nein, Rock. Ich sag's mal so, die Waffe hat was. Aber sie ist nicht gerade das, was ich brauche. Ach, daran lag's nicht. Ich hab irgendwie die Wand berührt. Spielen?
mit mir? Na los! Die Frage ist, können wir das nicht einfach verkürzen? Es gibt nur einen Weg. Nach vorne. Wo lang jetzt? Sicherheitsraum. Wir müssen den Fahrstuhl zu den Laboren finden. Schnellster Weg nach Mikosch. Alles klar. Lass uns die extra platt machen. Oh. Er ist getroffen! Weiter feuern! Mal kurz umgucken. Um die Tür geht's. Offen. Ich patche alt rein. Na dann. Lass mal sehen, was dein Output so drauf hat. Hey, du warst immer die eine für mich. Weißt du doch. Ich schon. Nur leider du nicht. Okay, Alt. Hat Spaß. Hätte schlimmer sein können. Alt ist drin. Glaubst du, sie kommt durchs Eis? Sicherheitsmaßnahmen eliminiert. Ich habe volle Kontrolle über das Gebäude. Der Weg nach Mikroschi ist frei. Fahrstuhl, jetzt! Nice. LOL. Sie brennt einfach alles nieder. Das ist echt krass. Das ist echt geil. Netrun Systemverwaltung. 2067. Eine Arasaka-Leibwache stellt sich bei einem Attentatsversuch schützend vor den Tenno. 2071. Arasaka-Sicherheitsleute verhindern einen Massenaufruhr in San Francisco und bewahren die Stadt vor der Zerstörung. 2074. Arasaka. Bullshit. Ich kenne den Blick. Willst du mir was sagen? Denkst du je zurück, warum wir es getan haben? Was getan? Die Konzerne bekämpft, in Lederkluft, garniert mit Chrom und Eisen. Keine Ahnung. Wir waren jung, heißblütig. Mit beschissenem Urteilsvermögen wie alle Grünschnäbel. Wir haben für Schönheit gekämpft. Ohne zu wissen, was gut oder wahr ist. Nur Schönheit hat uns was bedeutet. Lass dich jetzt nicht ablenken. Wir reden bei einem Drink darüber, wenn wir hier fertig sind. Ich geb einen aus. Alte Knacker mit Geschichten von früher. Ist wie bei meiner Oma. Arasaka Netrunner haben die Tower-Systeme gestürmt. Sie aufzuhalten hat Priorität. Setzt euren Weg allein fort. Der Weg ist frei, aber ihr müsst euch beeilen. Weiter abhauen. Eine Elite-Einheit ist euch auf den Fersen. Heilige! Was ist aus ihr geworden? Eine Frau am Rande des Wahnsinns. Oh, Scheiße. Cunningham hat über die Jahrzehnte Fortschritte gemacht. Die will man nicht als Zweiter, eindeutig. Irgendwelche erhöhten Sachen, Waffen? Nein! Gut. Die Scheißefresser hatten nie eine Chance. Los! Der Weg nach unten ist hinter der Tür.
jetzt echt noch Geld zu holen. Scheiß aufs Geld. Ich weiß, ich habe einen Questmarker, aber ich möchte mich auch ein bisschen umsehen. Na kommt schon, Leute. So kommen die nicht. Leute. Attacke von außerhalb vor. Ihr seid auf euch allein gestellt. Doch Beeilung. Eine Arasaka-Elite-Einheit ist bereits unterwegs. Bewegung! Wir sind so nah, dass ich die Daten fast riechen kann. Der Raum hinter der Sperre. Dadurch, dann kommt der Kern. Du kannst die Zeit nicht zurückdrehen, Johnny. Aber du kannst von vorn beginnen. Masher. Ich kenne dich doch, du Fotze. Friss Scheiße, Masher, der Bastard! Du hast Mother getötet. Fault. Er war nutzlos. Jetzt stirbst du. Pick his measure. Risiko. Rogue hat dich nie vergessen. Jetzt hat sie ihren Willen. Red keinen Scheiß. Ich hab die alte Fotze gekillt. Du raffst es nicht, Smasher. Sie ist auf ihre Weise abgetreten. Den Luxus kriegst du nicht. Warte mal, ich habe mehrere Möglichkeiten. Nimm Rooks Waffe. Was ist denn ihre Waffe? Das ist nicht vorbei. Wir sehen uns wieder.
Ach, hier. Rogue. Du warst die Beste. Immer. Ich hatte eigentlich vor, ihn mit den Spaten zu töten. Aber Rogues Waffe. Rogue Gunster Stolz erhöht die kritische Trefferschutz, um den Schaden vom Kopfschuss und Gegenschuss mit Turbo auszulösen. Junge, das ist natürlich auch nicht schlecht. Wir werden die Waffe einmal upgraden, die Mods draufpacken und dann werben wir mal. Den guten Smasher eine verpassen. Mit ihrer Waffe. Tja, Smasher. Pick dich. Silverman. Der Zugangspunkt liegt vor dir. Verlinke dich damit. Dann finde mich auf der anderen Seite. Okay, an der Stelle werde ich jetzt immer einen Hardsave machen. Und zwar, ich werde dann beide Möglichkeiten zeigen direkt. Warum ist so, dann immer beide Möglichkeiten? Wenn es dann beide Möglichkeiten gibt, damit ich halt an den Punkt dann wieder rinspringen kann und dann immer weiterführen mit dem Ende von wie. Das heißt, lieber von Johnnys Ende und dann, als Johnny den Körper nimmt und dann das wie den Körper übernimmt. So würde ich jetzt jedes Ende dann spielen. Okay, ich kann auch nicht umblenden. Okay. Das Dach. Die Katze. Ich
nochmal speichern? Nein. Okay. Da ich verlass Natur, die mich betrübt. An Formen der Natur nehme ich nicht teil. Ich nehme die Form, die griechische Goldkunst gibt. Gehämmert gleißend Gold und Gold-Email, wie sie der Herrscher vor dem Schlafe liebt. Und setzt auf goldenen Ast, der sie verweil. Und dass sie sing für Edle von Byzantium. Was kam und kommt und kommen wird zum Heiligtum. Ja, sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Ich hatte mal wieder recht. Habt ihr doch gesagt, ich krieg das hin. Schön, dich zu sehen, Johnny. Konntest du sehen, was da abging? Nein, aber ist vermutlich auch besser so. Rogue ist tot. Smasher hat sie erwischt. Das tut mir leid. Muss es dir nicht. Sie ist für mich gestorben. Ist mein Körper noch halbwegs intakt? Hab ihn im Keller des Arasaka Towers geparkt. Angeschlossen ans Net. Dachte ich mir. Dein Output befeuert mein Hirn schon eine ganze Weile mit Soulkiller. Das wird schon wieder. Ich meine, du hast es bis hier geschafft. Die Klarheit darüber, was gerade abgeht. Das ist so abartig. Alt hat ein Engramm aus mir gemacht. Ich kann nicht mal sagen, wann oder wie. Wie fühlt es sich an, als Klumpen Nullen und Einsen? Zuerst kamen die Phantomschmerzen. Scheiße. Ich dachte, mein Körper verbrennt. Aber das war nur digitaler Scheinschmerz. Ich hoffe, Alt schiebt diese digitale Psyche wieder in meinen Körper, aber keine Ahnung, ob ich das überlebe oder was ich dann bin. Der Soulkiller. Wieso fühlen wir nichts? Wir müssten uns doch vor Schmerzen in die Hose scheißen. Digitalanalgesie. Wir sind nur Datenströme. Manche Gefühlsinputs werden blockiert. Bla 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 bla. Alt hat dir einen ausführlichen Vortrag gehalten, hm? Ohne Vorwarnung. Aber egal. Sie hat gesagt, sie zerstört Mikoshi. Wie ihr wolltet. Sie wird all die armen Schweine freilassen, nur um sie gleich wieder einzufangen und in sich aufzunehmen. Das war's dann also? Jetzt liegt alles in Alts Händen? Nein. Was zum... Alt? Den Körper als Faktor auszuklammern, war ein Fehler. Die DNA-Rekonfiguration ist zu weit fortgeschritten. Dazu die aggressive, invasive Medikation und der Körper, der seine eigenen Neuronen angreift. Spuck's aus! Was soll das heißen? Wie wird sterben, egal was ich tue? Es ist unvermeidbar und steht kurz bevor. Fuck. Besser hätte ich's auch nicht sagen können. So eine Scheiße. Was jetzt? Lass mich nachdenken. Das wird schon wie. Wir finden... Ich sagte, gib mir eine verfickte Minute. Alt, komm schon. Es muss doch irgendwas geben. Der Biochip hat den Wirtsorganismus unumkehrbar verändert. Er gehört nicht mehr wie. Er ist nur ein Eindringling. Für dich sieht es anders aus.
Alle Veränderungen wurden an dich angepasst. Warte mal. Du willst, dass dein Ex mich aus meinem eigenen Körper rauswirft? Die Veränderungen sind unumkehrbar. Du hast nichts zu verlieren. Eher alles zu gewinnen. Ich will mich hier nicht einmischen. Aber solange Johnny die volle Kontrolle hat, kann er tun, was er will. Halt! Gib uns eine Sekunde. Zu verdammt! Damit du mich überreden kannst? Für ein gutes Gewissen, obwohl du mit mir tun kannst, was du willst? Okay, es ist schon ein bisschen komisch, aber wie gesagt, ich habe gesagt, als allererstes kriegt Johnny den Körper. Jetzt hör mir mal gut zu. Mir geht es völlig am Arsch vorbei, was du denkst. Ich bleibe. Du verpiss dich. So sieht's aus. Du verlogener Drecksack. Was muss ich tun, Alt? Betritt einfach den Schacht. Wies Körper wird dir gehören. Und Wie wird ein Teil von mir. Du hast mich von Anfang an belogen. Okay, was ist jetzt der Schacht? Der Schacht um den Körper zurückzukehren. Was ist das hier? Johnny. Mach's nicht noch schwerer, okay? Aber vergiss mich nicht. Fuck. Ich glaube, daran gewöhne ich mich nie. Oh, okay. Ich hatte ihn noch nicht mehr gesehen. Das ist die Gefährte, oder? Und. So, Johnny, du kannst dich übrigens nicht zurückholen. Ja, du bist, ich finde dich, das spüre ich. Das ist aber echt eine ganze Menge. Feuer von so der Echte. Scheiße, ich muss auch noch packen. Und aufhören mit dir zu reden, Wie. Die sollte ich lieber nicht herumliegen lassen.
Habt noch Zeit. Könnt ihr euch beiden noch einen Besuch abstatten? Ist nicht viel, aber das ist okay. Ich brauche ein Auto. Steve. Ich sollte Steve fragen. Wer ist da? Was willst du? Hier ist Richard Knight. Ich hab diese Scheißstadt gebaut. Mach auf! Hey! Hey, Junge. Was geht, Chumba? Du, ich hab mit... Ich brauche ein Auto und einen guten Fahrer. Muss heute ein paar Sachen in der Stadt erledigen. Kein Problem. Ich fahr dich. Meine Mom dreht eigentlich durch, wenn ich einfach so gehe. Nicht, dass sie mir überhaupt zuhört oder so. Wollen wir? Hey, sag mal, wenn ich viel spiele, tun mir die Finger weh. Wie kriege ich das weg? Gar nicht. Das ist ganz normal, dass Metallseiten dir ins Fleisch schneiden. So ist das halt. Oh. Aber keine Sorge. Wenn du lange genug spielst, kriegst du irgendwann Hornhaut. Und dann tut gar nichts mehr weh. Was glaubst du, wo du hingehst, du kleine Missgeburt? Kurz raus. Wohin? Nur kurz raus. Bin gleich wieder da. Mach dich rein, aber Dali, wer weiß, was du vorhast. Du hast nicht rauszugehen, klar? Oh, Scheiße, hast du wieder meine Schlüssel geklaut? Rein, und zwar sofort, du Missgeburt. Was willst du? Lass ihn sofort in Ruhe und klappe. Komm mir nicht blöd. Glaubst du, ich habe Angst? Du bist auch nur ein Penner wie alle hier. Trau dich ruhig. Na komm. Hab keine Zeit für den Scheiß. Hätten am liebsten einer verpasst. Wer soll denn das sein? Was war... Ich bin Pacifica. Ist ich. Irgendein Penner. Sehen alle gleich aus. Oh Mann, hat der gezittert. Hatte Schiss, dass du ihn fertig machst. Sorry, das wollte ich nicht. Machst du Witze? Ich wünschte, ihm würde was zustoßen. Spring rein. Am liebsten würde ich ihn selbst fertig machen. Ich wäre gern stark, so wie du. Das wirst du. Irgendwann. Ich hoffe nur, bis dahin erkennst du, dass er keinen blauen Fleck an deiner Faust wert ist. Wieso das? Weil du erkennen wirst, wie schwach er ist. Das wird wehtun. Wohin soll's gehen? Time Machine. Nice. Da habe ich mal Carrie Eurodyne gesehen. Bist ein Fan? Der ist eine Legende. Na klar bin ich Fan. Du etwa nicht? Carrie ist okay. Ich habe im Radio gehört, dass Carrie Silverhands Tod ausgenutzt hat, um selbst berühmter zu werden. Gegen Mediengeier ist kein Kraut gewachsen. Haben nichts in der Birne, besonders die Musikfritzen. Carrie ist ein verdammt guter Musiker. Mehr zählt nicht. Aufrichtig. Schon immer gewesen. In jeder Hinsicht. Oh, klingt fast so, als kennst du ihn. Das tue ich auch. Ich werde auch irgendwann mal Musiker. Du brauchst auf jeden Fall einen Plan B. Was? Na, irgendwas, das dir deine Rechnung bezahlt. Damit du nicht verzweifelst. Verzweiflung ist ein scheiß Drecksloch. Die Musik steckt sowieso in dir. Wie dein Blut. Sie wird immer da sein. Dann fang an, Songs zu schreiben. Solange du genug übst, wirst du es schon schaffen. Fang sobald es geht damit an. Hab schon ein paar Melodien im Kopf. Gut. Der Text ist irgendwie das Schwierigste. Wenn mir was einfällt, kommt es mir entweder blöd oder bekannt vor. Ich weiß einfach nicht, worüber ich schreiben soll. Sei ehrlich. Schreib immer über die Wahrheit. Besonders, wenn es um Gefühle geht. Wüsste auch nicht,
wie ich bei Gefühlen lügen soll. Schreib keine Liebeslieder, wenn du nicht verliebt bist. Schreib nichts Trauriges, nur weil du meinst, Traurigkeit ist was Schönes. Okay. Wenn dich wirklich was beschäftigt, setz dich hin und bring's zu Papier. Die Wahrheit ist flüchtig. Musik ist der einzige Weg, sie festzuhalten. Wir sind da. Mega. Bleibst du im Auto? Nee, ich komm mit rein. Check mal die Neuerscheinungen. Also das Ende mit Johnny ist ja echt... Jetzt sei gewöhnungsbedürftig. Was kann ich für dich tun? Ich suche eine Six-String. Elektrische. Alles voll davon. Ich will was Solides, was Echtes. Wie? Die sind das nicht? Nichts als Billigmist aus Sperrholz. Einfach nur mit unbehandeltem Furnier überzogen. Aber spielbar. Man muss nur wissen, wie. Versteh's nicht falsch, aber ich will ein echtes Instrument. Und ich zahle mit echtem Geld. Ah, sag das doch klar. Komm mal mit nach hier. Komm auf. Oh. Wie wär's hiermit? Wow, wie rechts geil ist das denn? Und links die neuesten Chromatics and Hendersons. Vintage-Schmuckstücke sind hinten. The Loose Orphean. Kein Fake, ja? Dann sieh genau hin. Easy, ich wollte nur sicher gehen. Sieht echt aus. Gut gepflegt. Wie alt? 70 Jahre? 90. Und kein bisschen leise. Das Griffbrett ist echtes Ebenholz. Darf ich? Klar, schrammel mir um. Bester Tag ever. Ich lasse euch hier hinten mal allein, sonst räumen mir die Bastarde vorne noch den Laden leer. Jemanden gekannt, der Silverhand so spielt. Ich hab gelesen, er hat nie Unterricht genommen. Hat sich alles selbst beigebracht. Eigener Style. Wie machst du das? Ich meine, dass du wie er klingst. Gutes Ohr, Junge. Keiner kann Silverhands Style imitieren. Du aber schon. Gerade eben. Dann steckt in mir wohl ein bisschen Johnny. Oder viel. Vielleicht bin ich ja Johnny. Aber wie soll das gehen? Johnny wäre jetzt 80 Millionen Jahre alt oder so. Und du bist viel zu jung. Naja, das hier ist nur ein Körper. So hat es das Schicksal gewollt. Letztendlich bin ich, wer ich bin. Ja, klar. Chumba, du bist noch ein größerer Psycho-Fan als ich. Hast immer noch nicht gesagt, wie du es machst. Mach dir darüber keine Gedanken. Erfinde deinen eigenen Style. Alles eine Frage der Übung. Und Talent. Talent hast du. Echt? Findest du? Ich würde es nicht sagen, wenn ich nicht glauben würde, dass es die Wahrheit ist. Nicht mehr. Bester Tag ever. Scheiße, meine Hände zittern. Rocker sind Rebellen, sagen immer, was sie denken. Hab das mal bei meinem Dad versucht. Lief nicht so toll.
Irgendwann weißt du, wer du wirklich bist und was du von der Welt willst. Verstehe ich nicht. Du willst ein echter Rebell sein? Dann sei du selbst. Sei echt. Rebellen werden gemacht, nicht geboren. Das Leben verarscht sie, aber sie lassen das nicht zu. Du bist komisch, aber ich mag dich trotzdem. Bist echt okay, Kumpel. Spielst du noch was? Nein, keine Zeit. Ich bezahle, dann machen wir einen Abgang. Ich kauf dich. Und? Ausgezeichnete Wahl. Schön zu sehen, dass sie in guten Händen ist. Darf ich sonst noch was sagen? Nein, danke. Hier, bitte. Bis dann. Lass uns abhauen. Ich muss noch woanders hin. Ich frag ja, warum Johnny ja nicht selber fährt. Bleibt das denn? Okay, lass uns abhauen. Gerne. Wohin soll's gehen? Zum Friedhof. Ja, wo ist er? Das war Perilous Future für euch an diesem Nachmittag. Soeben erreicht uns die Nachricht, dass Arasaka Verhandlungen mit seinem Konkurrenten Militech abgebrochen hat. Mein Dad sagt, die werden einen neuen Konzernkrieg anzetteln. Könnte jeden Tag soweit sein. Glaubst du das auch? Dass es wieder Krieg gibt? Da fragst du den Falschen. Der Kram interessiert mich nicht. Ist mir völlig Schnutz. Weißt du auch warum? Warum? Weil es darauf im Leben nicht ankommt. Hier in der Nähe wohnt ein Freund von mir. Oh. Kann man von hier nicht sehen. Wollt's nur sagen. Ist es ein guter Freund von dir? Hab mich mal zu sich eingeladen. Seine Mom hat was gekocht. Dann sind wir zur Brücke und haben gechillt. Ich fahr gern hier lang. Schöner Ort. Ja, du hast recht. Es ist wirklich schön hier. Warst du noch nie hier? Doch, doch. Ist mir vorher noch nie aufgefallen. Hatte nie Zeit, mich mal hinzusetzen, die Augen zu öffnen. Die Stadt ist mir durch die Finger gerutscht, vorbeigeflogen, unter den Füßen und über dem Kopf. Weiß nicht mal, wann es losging. Willst du einen Song drüber schreiben? Vielleicht. Wow, wusste gar nicht, dass du eine Waffe hast. Voll krass. Mein Dad hat mal solche vertickt. Willst du jemanden abknallen? Nein, ist nur ein Erinnerungsstück. Hat jemand Wichtigem gehört, oder? Wichtig ist gar kein Ausdruck. Was willst du damit machen? Sie dort platzieren, wo sie hingehört. Kann ich mitkommen? Nein, warte hier, okay? Dauert nicht lange. Okay. Ja, morgen. Jetzt nicht! Ja, natürlich! Also jemals rockt die Waffe wieder. Ja, da war die Investition für die Katze gewesen. Egal.
kann einfach nicht glauben, dass es so enden musste. Ohne mich wärst du immer noch die Königin vom Afterlife. Obwohl, Schätze, du würdest sagen, den haben wir es endlich gezeigt, ha? Ja, Scheiße, das haben wir. Ich hätte dich da nicht reinziehen dürfen. Tut mir leid. Jetzt weiß ich's besser. Und ich werde das Beste draus machen. Also macht's gut. Und wohin jetzt? Hey, hey, was soll denn das? Steiner? Hab damit aufgehört. Solltest du auch. Schlecht für deinen Körper, schlecht für deine Seele. Und wohin jetzt? Ich muss den Bus kriegen. Der Typ, den du, besucht hast, ist der schon lange tot? Nein, noch nicht lange. Tut's weh? Ein wenig, ja. Als mein Opa starb, habe ich ihn vermisst. Heute vermisse ich ihn nur noch manchmal. Den Bus an! Hey! Komm zurück! Warte! Die Gitarre! Du hast die Gitarre vergessen! Nein, hab ich nicht. Ich hab gar nichts vergessen. Werde ich nie. Ich hoffe jetzt bis alles erstmal die Credits sich angucken müssen. Ich weiß ja, du bist jetzt frei wie ein Vogel und machst, was du willst. Wann du willst. Aber du könntest mich wenigstens wissen lassen, dass du noch lebst. Ich will ja nichts sagen, aber du hast deinen letzten Check-up versäumt. Ich hab dir schon eine Million Mal erklärt. Ruf mich an, wenn du kannst. Okay? Bis dann. Okay, die Dialoge müsst ihr nur anhören. Wir werden aber schon jedes Mal anders sein. Wie? Déjate de bendejadas. Schon wieder die Mailbox? Was ist los mit dir? Hast du deine Sprache verloren oder was? Das ist ein fieser Trick vom Entwickler. Sí, claro. Was ich dir erzählen wollte. Ich koche am Sonntagabend was. Für Jackies Geburtstag. Alle seine Lieblingsgerichte. Chilaquiles, tamales... Vielleicht sogar Elote.
wenn ich echten Mais bekommen kann. Wäre schön, wenn du vorbeikommen könntest. Denk drüber nach. Cuídate, amorcito. Also zwingt sein, etwas die in der ganzen Credits anzugucken. Hey, wie? Was geht? Lang nicht gesehen. Lass mich raten. Du bist immer noch in Topform und voll dabei in Night City. Tja, damit hab ich abgeschlossen. Wollte nur kurz anrufen, um Danke zu sagen. Für alles. Erst nachdem ich alles hinter mir gelassen hatte, wurde mir klar, wie depressiv ich die ganze Zeit war. Ich sag's dir, Bi, wenn du je die Chance bekommst, hau ab und blick nicht zurück. Die Last, die von deinen Schultern genommen wird, ich kann's gar nicht in Worte fassen. So, genug gute Ratschläge. Mach's gut, Kumpel. Echt jetzt? Du gehst mir einfach aus dem Weg? Natürlich tust du das, feige Ratte. Ich geb dir einen guten Rat, Johnny. Genieß dein zweites Leben, denn viel Zeit bleibt dir nicht mehr. Das ist mein Ernst. Glaub mir, ich werde dich finden, du verfickter Psycho. Egal, wo du dich versteckst. Und dann reiß ich dir wie aus dem Schädel. Frag mich nicht wie, aber bisher zähle ich auf reine Willenskraft. Weißt du, was du bist, Johnny? Ein Parasit. Ein verfickter Bandwurm. Verstehst du mich? Genieß das bisschen Zeit, das dir noch bleibt. Tö. Hallo, wie? Saul hier. Hab gehört, dass in Night City was Großes vor sich geht und dass ein gewisser Wie die Hauptrolle spielt. Keine Ahnung, was du jetzt vorhast. Aber denk dran, wir kümmern uns immer um unsere Leute. Und, bist jetzt einer von uns, Wie. Gehörst zu den Aldecaldos. Vergiss das nicht. Pass auf dich auf, ja? Und wir sehen uns. Wie? Hey! Hörst du mich? Shit, zeichnet das Ding hier auf? Okay, also, wir alle haben uns gefragt, wann du endlich mal vorbeikommst. Ach, könnten den Grill anschmeißen, uns ein paar Drinks gönnen, Rennen fahren oder Ruff und Schiff einen Besuch abstatten. Was ich sagen will, die Badlands könnten einen Teufelskerl wie dich gebrauchen, Wie. Ich weiß ja nicht, was bei dir gerade abgeht. Aber denk dran, dass du hier draußen jederzeit willkommen bist. Okay, mach's mal gut. Wie, hey. Also, folgendes. Ein paar Typen vom 5. Revier haben den illegalen Waffenladen hochgenommen. Abgesägte Gewehre, Taser, Senfgaskanister. Der Befehl von oben lautete, alles dem Erdboden gleich zu machen. Aber dann dachte ich, vielleicht kann man das Zeug besser nutzen. Für eine gute Sache. Hab nicht vergessen, was du für mich und Randy getan hast. Die Stadt braucht mehr Leute wie dich. Und ich sorg dafür, dass sie gut ausgerüstet sind. Das hier geht auf mich, Wie. Wir sehen uns. Hey, hier ist Perales. Wie, das musst du hören. Aber zunächst musst du irgendwo hin, wo niemand dich belauscht. Also, meine Frau, Elizabeth, steckt in der ganzen Sache mit drin. Sie sagt ständig, ich soll auf mich aufpassen. Besteht darauf, dass ich diese Pillen nehme. Sagt, das wären Vitamine. Ich habe die Teile im Labor analysieren lassen und alles sieht okay aus. Aber woher weiß ich, dass niemand das Ergebnis verfälscht hat? Also, ruf mich an, wenn du eine Minute hast, okay? Ach ja, und vergiss nicht, die Nachricht hier zu löschen. Der Typ tritt vollkommen durch. Hey, Wie? Sorry, dass ich störe. Ich weiß, du bist schwer beschäftigt und so. Aber ich hab mich gefragt, wie es dir geht. Also hab ich mal die Karten gelegt und oh je. Der Gehängte. Der Magier. Der Stern. Das sind keine guten Karten, Wie. Die sind richtig übel. Sowas wie der Tod. Nur nicht ganz. Pass auf dich auf, okay? Ich hoffe mal, bald von dir zu hören. Cause we lost everything.
Okay, wir können die Credits überspringen. So, wir würden uns aus heute aus dem Netzwerk abschließen. Wir aber nicht, dass Nancy die. Genau, wir werden erstmal noch ins Menü zurückgehen und. Ja, wir werden jetzt das andere Ende sehen, wo Vi überlebt. Und Johnny sich in Abmachung hält. Wie es so eine Probe sind hat, aber. Meditech. Oh. So, hier, warte mal. Wo waren wir safe? Hier. Weil jetzt lassen wir so jedes Ende alles nochmal anzugehen. Das ist echt zeitaufwendig. Und die Folgen werden auch alle totale Überlege kriegen, die Enden. Das habe ich total im Gefühl. Das ist Wahnsinn. Aber hey, ich habe gesagt, ich ziehe das Projekt richtig durch, also mache ich das auch. Genau so wie ich meine Fantasy 30 durchgezogen hatte. Jetzt hat man zwar keinen Spaß gemacht am Ende, aber einfach nur durchgezogen. Ich werde auch bald jetzt alles skippen und alles unnötig weglassen. Das geht, weil wir kennen sie ja jetzt. Aber trotzdem ankert, also nur was das Spiel jetzt nicht weg gucken lässt. Das wird jetzt teilweise wieder ein bisschen dauern, aber okay. Ich werde so schnell wie möglich alles erledigen. Ihr könnt ja ganz gerne mal am Ende mal sagen, welches Ende euch gefallen hat und wie ihr euch dann in dem Ende entschieden hättet, oder welches Ende ihr gemeint genommen hättet. Ich weiß jetzt nur, welches Ende ich zum Ende spielen werde. Und kannst du jetzt woanders? Fuck. Ich verlasse Natur, die mich betrübt. An Formen der Natur nehme ich nicht teil. Ich nehme die Form, die griechische Goldkunst gibt. Gehämmert gleißend Gold und Goldemaille, wie sie der Herrscher vor dem Schlafe liebt. Und setzt auf goldenen Ast, der sie verweil. Und dass sie sing für Edle von Byzantium. Wir sehen doch gerade, wie viele Enden wir jetzt haben. Wir haben jetzt das mit Rogue gewählt und beide Enden die Macht. Dann kommen wir mit Panam zusammen und da haben wir auch wieder zwei Enden, wo wir Johnny den Körper verlassen und Vi den Körper verlassen. Dann haben wir auch noch den Selbstmord. Und Arasaka. Oh, wie die Arasaka abgeschossen? Hab ich schon abgebrochen? Ich habe einen Spielstand. Oh, gut. Ich hab aber vorhin noch mal hart gespeichert. Das kriege ich irgendwie noch hin. Und jetzt will ich noch mal ein bisschen anderen Dialog, damit sie so eintönig ist, genau. Hey, wie? Hast du mich vermisst? Nicht so richtig. Hatte ein Blackout und bin hier aufgewacht. Habe ich was verpasst? Echt schade, das war mein Magnum Opus. Du hättest es geliebt. Du meinst Deins und Rogues, oder?
Rogue ist tot. Tut mir leid. Ich mache auch eine Menge Scheiße durch. Alpe. Das wird schon wieder. Ich meine, du hast es bis hier geschafft. Die Klarheit darüber, was gerade abgeht. Alt hat ein Engramm aus mir gemacht. Wie fühlt es sich an? Zuerst. Ich hoffe. Das war's doch. Nein. Was zum. Den Körper als Ver. Die DNA-Rekonfiguration ist. Spuck's aus! Wie wird sterben, egal was ich tue? Verdammte Scheiße, Alt. Du hattest nur den einen Job und hast ihn versaut? Vor der gründlichen und präzisen Analyse konnte ich die Situation unmöglich einschätzen. Du hast diesem armen Stück Scheiße ein neues Leben versprochen. Du hast gelogen. Verfluchte Scheiße, Johnny, Alt. Halt mal kurz die Klappe. Ich muss nachdenken. Alt, komm schon. Der Biochip hat den Wirtsort. Für dich sieht es an. Warte mal. Du willst, dass deine... Die Veränderung. Ich will mich hier nicht ein... Ich habe nicht die Absicht, dich zu verarschen. Wir haben einen Deal und ich halte mich dran. Will ich auch hoffen. Denken wir eine Sekunde nach. Was können wir tun? Wenn du nicht zum Sterben bereit bist, musst du leben. Du hast mich von Anfang an belogen. Was muss ich tun, Alt? Überquere einfach die Brücke. Wies ursprüngliches Leben wird wiederhergestellt. Du wirst Teil von etwas Größerem. Okay. Das ist doch der Weg automatisch auch der längste. Johnny, ich bin froh, dass wir uns begegnet sind. Und es tut mir leid. Aber ich will nicht sterben. Wer tut das schon gern? Ich sehe keinen Ausweg. Wir finden einen. Nein, Johnny, finden wir nicht. Wir können nichts machen. Und ich habe nicht die Kraft, weiterzukämpfen. Versprich mir nur eins, Arschloch. Vergiss mich nicht. Aber ja, wie es sich verändert, wenn man jetzt einmal das mit Rogue gemacht hätte, aber ohne Johnny Kontrolle zu geben, falls es möglich ist. Man kennt das Geld.
Der Crystal Palace soll die teuersten Casinos, die schönsten Frauen und die atemberaubendsten Ausblicke zu bieten haben. Aber hey, das sagt man auch über Night City. Der Himmel auf Erden, der Himmel im Orbit. Für uns Gottlutscher macht das keinen Unterschied, oder? Allerdings müsst ihr euch einen Hügel suchen, um den Palast zu sehen. Ja, ihr armen Schluck aus den Unterschieden. Oh, du wirst von Skorpion. Ah! Wolltest du nicht auf mich warten? Ich wollte dich nicht wecken. Ob das anders war, wenn wir jetzt ein anderes Schlachtgebiet hätten? Gott, besitzt Stiefel. Türe Leggings. Fuck. Ich finde es echt schön, dass er das Ding nicht mehr scannen kann und noch ein Kommentar dazu kommt. Wait a minute. Ist es das, was ich denke? Ist es das Apartment von Lucy und David? Zumindest sieht der Tisch genauso aus. Geht's dir nicht gut? Alles okay? Nein, ist es nicht. Nichts ist okay. Fuck. Panam. Ich brauche Luft. Eins weiß ich genau. Diese verfickte Stadt werde ich nicht vermissen. Ich verstehe dich nicht. Nach allem, was in Mikoshi passiert ist, willst du dieses Drecksloch immer noch nicht verlassen? Geh doch einfach. Lauf weg, ohne zurückzublicken. Mit mir. Was würde es ändern, wenn ich mit dir gehe? Ich habe eh nur noch ein paar Monate. Es wären ein paar Monate unter Leuten, die dir was bedeuten. Denen du was bedeutest. Es sei denn, darum geht es dir. Du denkst, das Ende wird leichter, wenn du alleine bist. Du weißt, dass das nicht stimmt. Ich weiß nur eines wie. Morgen bin ich weg. Wir brechen beim Morgengrauen auf. Ich sterbe, Panam. Fuck, denkst du, ich weiß das nicht? Darüber haben wir... Warte, lass mich ausreden. Dieser letzte Job, der ist wichtig. Der wichtigste meines Lebens. Und wenn ich den schaffe... Dann hast du dir selbst endlich bewiesen, dass du der Größte bist. Was alle anderen schon wissen. Und dann wird dir endlich klar, dass du süchtig nach dem Gedanken bist. Nein. Dann habe ich den Beweis, dass alles, was mir die Stadt gegeben oder genommen hat, einen Sinn hatte. Ich verstehe. Glaub ich. Lässt du mich das machen? Fuck. Wir sehen uns, Panam. Wir sehen uns.
Irgendwo. Irgendwann. Hey, du bist mir doch noch die Story mit dem Typen in deinem Kofferraum schuldig. Dem von Kaukas. Oh, die Geschichte hat's in sich. Aber scheißlang. Lauter schräge Wendungen. Ich werde mir die Zeit nehmen. Oh ja, das wirst du. Bis nächstes Mal. Ich werde dich nicht vergessen, Vi. Niemals. Oh. Das sieht mich halt aus. Oh, das hat ja was. Und mit dem Ende dachte, das bin irgendwie. Ich dachte irgendwie, dass es mit ihr irgendwie besser ausgeht, dann. Dann geh mal. Die verlassen sich auf dich. Ja, alles in Gold. Danke, dass Sie sich für den Delamain-Dienst entschieden haben. Wohin fahren wir heute? Bring mich zum Afterlife. Wie Sie wünschen. Wir werden entlang beschränkter Luftkorridore reisen. Keine Verzögerung in Aussicht. Perfekt. Wenn ich so frei sein darf, Sie wirken erschöpft. War es eine anstrengende Nacht? Anstrengende Wochen. Tut mir leid, das zu hören. Das Delamain Network bietet zusätzliche Dienste an, welche die ideale Medizin für Ihren aktuellen Zustand sein können. Außerdem möchte ich Sie darüber informieren, dass Delamain nun mit Traumateam kollaboriert. Mit unserem zeitlich begrenzten Paket Sicher Reisen steht Ihnen volle medizinische Versorgung zur Verfügung. Gibt's was Neues über Arasaka? Wie sieht's sonst in der Stadt aus? Folgendes dürfte Sie interessieren. Die Arasaka-Krise hält an und der Konzern stolpert weiterhin. Medienberichten zufolge hat sein Image auf nahezu beispiellose Weise Schaden genommen. Auch finanziell und politisch ist Arasaka am Boden. Sichere deine Seele sollte ein riesiger Erfolg für Arasaka werden, wurde stattdessen aber zu einem Fluch. Alle Ressourcen des Projekts gingen verloren. Die haben den Reichen Unsterblichkeit versprochen und verkauft. Und eigentlich Engramme und Wissen gesammelt. Es ging um Macht, Kontrolle. Völlig richtig. In jedem Fall wird es eine Weile dauern, bis Arasaka sich erfolgreich neu organisiert. Sie und das Afterlife sind in Sicherheit. Vorerst. Warum ist nicht gerade so glücklich über den letzten Job? Kann ich aber auch verstehen. Weil das Idle Ende wäre eigentlich mit Panam, also mit Panam die Beziehung das Beste. Das wissen wir dann nur, die Porto wir skippen können. Das war jetzt auch echt gut. Wir haben Ihr Ziel erreicht. Danke, dass Sie sich für den Delamain-Dienst entschieden haben. Angenehmen Tag. Danke, dass Sie sich für den Delamain-Dienst entschieden haben. Angenehmen Tag. Bist du unzufrieden mit deinem Leben? Lass mich raten.
Keine Medizin dabei? Nein. Auch meine ganzen Motzen weg, alles was sie da hatte. Na, braucht man den Prolog auch nicht mehr. Weit, weit hinter dir, durch eine Reise in die unendlichen Weiten des Weltraums. Schicke das Wort Space an die 7299 und gewinne vielleicht einen Eingriff. Hey, alles bereit? Perfekt. Deine Kabine erwartet dich schon. Und mein Boss? Hey, wie? Was willst du trinken? Das Übliche. Klar doch. Die Leute ahnen, dass was los ist. Lange können wir das nicht mehr geheim halten. Müssen wir auch nicht. Start ist heute. Heute? Ist das ein Problem? Nein, nein, nur... In dem Fall brauchst du was Besonderes. Rogue hatte ein Ritual. Vor jedem großen Ding hat sie einen Schuss Tequila weggehauen. Silverhands Favoriten. Hab sie mal gefragt, ob ihr das Glück bringen soll. Weißt du, was sie meinte? Ihr ging's ums Erinnern. Dass die Erinnerung an Johnny ihr hilft, sich auf das zu konzentrieren, was wichtig ist. Komm. Lass mich dir nach alter Afterlife-Tradition einen unserer Specials mixen. Sag mir, auf wen du trinkst. Oh. Ich trinke auf Rogue. Sie wäre froh, dass du ihre Kabine übernommen hast. Meinst du? Weißt du noch, wie du sie das erste Mal um Hilfe gebeten hast? Sie war ein harter Brocken. Aber später meinte sie, er hat dieses Blut. Afterlife-Blut. Er wird diese Stadt erobern oder beim Versuch draufgehen. Keine dritte Option. Glaub, deshalb hat sie dir auch geholfen. Und sie hatte recht. Das hatte sie. Auf geht's. Hey, Boss. Wieland. Zurück und besser als je zuvor? Bereit und startklar. Hast du einen von deinem kleinen Stunt im Arasaka Tower erzählt? Was glaubst du denn? Claire hat's bestimmt schon dreimal gehört. Aber was du heute vorhast, wie? Ich meine, Respekt. Nie dagewesen, würde ich sagen. Pass bloß auf dich auf, ja? Und viel Glück. Danke. Wie? Ich habe lange darauf gewartet, der Afterlife-Legende ins Auge zu sehen. Und ich muss sagen, ich bin ergriffen. Schön, dass ich nicht enttäusche. Setz dich doch. Mr. Blue Eyes, da war Passades die Fäden zieht. Oh, das wird interessant. Schieß los. Also wie? Mikoshi war ein Meisterstreich. Damit hast du Arasaka K.O. geschlagen. Du hast Eddies, Einfluss in der Stadt. Aber nicht nur das. Arasaka ist intern wie gelähmt. Hier und da haben sich Gelegenheiten ergeben und meine Leute haben sich so viel geschnappt wie möglich. Also ist alles für den Einsatz bereit. Die Info von Arasaka ist bestätigt. Das Casino testet gerade ein neues Sicherheitssystem. Und es stimmt. Sie werden es heute kurz abschalten. Ich denke, du wirst diesen Moment zu nutzen wissen. Hast du Zweifel? Hoffe, das heißt nicht, du willst aussteigen. Aussteigen? Jetzt? Nein, das würde überhaupt keinen Sinn ergeben. Übrigens hat noch nie jemand so einen Einsatz durchgezogen. Wo ich herkomme, sagt man sogar, es ist unmöglich. Man sagt, dass du ein zu großes Risiko eingehst, dass du in die Sonne fliegst, um zu verbrennen. Deshalb hast du mich angeheuert. Weißt du, warum ich dich wirklich angeheuert habe? Weil du tatsächlich alles machst, selbst wenn es dich umbringen könnte. Selbst wenn du nur eine Haaresbreite vom frühzeitigen Tod entfernt bist. Morgen um die Zeit haben wir sämtliche Kundendaten des Casinos. Vergiss nicht deinen Teil der Abmachung. Oh, ich vergesse nie ein Versprechen. Viel Glück.
Wait. Okay, bin auf Position. Perfekt. Fast auf die Sekunde. Jetzt ich. Hab das Signal erhalten. Satelliten sind down. Signaturmantel aktiviert. Denk dran, du hast nur einen Versuch. Sag mir was, das ich nicht weiß. Sobald es losgeht, gibt es kein Zurück. Keine Rettungsmöglichkeit. Keine Überlebenschance, wenn jemand was merkt. Sehr gut. Aber wenn das klappt, gewinnst du mehr, als du dir ausmalen kannst. Ich kann schon lange nichts mehr gewinnen. Jetzt habe ich nichts mehr zu verlieren. Das klingt ziemlich deprimierend, aber was weiß ich schon. Oh, das ist mit einem Schmelztraum gehabt. Das habe ich nicht erwartet. Verfluchte Scheiße. Das war mal eine Weltraummission. Was ist das jetzt? Hey, wie? Was geht ab? Ist eine Weile her, seit du den alten Weg besucht hast. Ich wette, deine Chums im Afterlife haben dir einen neuen Top Ripper an die Seite gestellt, ha? Irgend so ein Downtown-Schnösel, der Chrom aus seinem Arschloch verschießt. Naja, hol alles aus dem Leben raus, was du kannst. Du verdienst es. Mehr als alle, die ich kenne. Aber komm mal vorbei, wenn du in der Gegend bist, okay? Wir quatschen über alte Zeiten und ich nehme dich unter die Lupe, um sicherzugehen, dass dein neuer Ripper keinen Mist gebaut hat. Bis dann, Vee. Hab gehört, du bist jetzt ein Pez Gordo. Hast es geschafft, hm? So sehr, dass du mich nicht einmal die Woche anrufen kannst. Oder nicht wenigstens einmal im Monat. Vergiss nie, wo du angefangen hast. Und mit wem. Meine Tür steht dir immer offen. Essen steht immer auf dem Tisch. Mi casa es su casa. No se te olvide. Ahí te veo bien. Hey, wie? Was geht? Lang nicht gesehen. Lass mich raten. Du bist immer noch in Topform und voll dabei in Night City. Tja, damit hab ich abgeschlossen. Wollte nur kurz anrufen, um Danke zu sagen. Für alles.
Erst nachdem ich alles hinter mir gelassen hatte, wurde mir klar, wie depressiv ich die ganze Zeit war. Ich sag's dir, Bee, wenn du je die Chance bekommst, hau ab und blick nicht zurück. Die Last, die von deinen Schultern genommen wird, ich kann's gar nicht in Worte fassen. So, genug gute Ratschläge. Mach's gut, Kumpel. Hey, wie läuft's? Das Wetter an den Badlands ist angenehm wie immer. Mehr als 30 Grad im Schatten, mein Kühler ist durchgeschmolzen und ein Sandsturm kommt direkt auf uns zu. Also, du verpasst was. Aber mal im Ernst, wir kommen klar. Die Familie wächst ununterbrochen, die Arbeit stapelt sich. Manchmal wünsche ich mir nur eine ruhige Nacht. Aber naja, man kann nicht alles haben. Stimmt's, wie? Du weißt, was ich meine. Sag Bescheid, wenn die Stadt dir zu langweilig wird. Dann nehme ich dich mit auf eine Spritztour. Also dann, mach's gut, wie. Hallo, wie? Saul hier. Hab gehört, dass in Night City was Großes vor sich geht und dass ein gewisser Wie die Hauptrolle spielt. Keine Ahnung, was du jetzt vorhast, aber denk dran. Wir kümmern uns immer um unsere Leute. Und, bist jetzt einer von uns, wie? Gehörst zu den Aldecaldos. Vergiss das nicht. Pass auf dich auf, ja? Und wir sehen uns. Wie? Hey! Hörst du mich? Shit, zeichnet das Ding hier auf? Okay, also... Wir alle haben uns gefragt, wann du endlich mal vorbeikommst. Ach, könnten den Grill anschmeißen, uns ein paar Drinks gönnen, Rennen fahren oder Ruffen Schiff einen Besuch abstatten. Was ich sagen will, die Badlands könnten einen Teufelskerl wie dich gebrauchen, wie. Ich weiß ja nicht, was bei dir gerade abgeht, aber denk dran, dass du hier draußen jederzeit willkommen bist. Okay, mach's mal gut. Wie, hey. Also, folgendes. Ein paar Typen vom 5. Revier haben den illegalen Waffenladen hochgenommen. Abgesägte Gewehre, Taser, Senfgaskanister. Der Befehl von oben lautete, alles dem Erdboden gleichzumachen. Aber dann dachte ich, vielleicht kann man das Zeug besser nutzen. Eine gute Sache. Hab nicht vergessen, was du für mich und Randy getan hast. Die Stadt braucht mehr Leute wie dich. Und ich sorge dafür, dass sie gut ausgerüstet sind. Das hier geht auf mich, wie. Wir sehen uns. Hey, hier ist Ben Alles. Wie, das musst du hören. Aber zunächst musst du irgendwo hin, wo niemand dich belauscht. Also, meine Frau, Elizabeth, steckt in der ganzen Sache mit drin. Sie sagt ständig, ich soll auf mich aufpassen. Steht darauf, dass ich diese Pillen nehme. Sagt, das wären Vitamine. Ich habe die Teile im Labor analysieren lassen und alles sieht okay aus. Aber woher weiß ich, dass niemand das Ergebnis verfälscht hat? Also, ruf mich an, wenn du eine Minute hast, okay? Ach ja, und vergiss nicht, die Nachricht hier zu löschen. Anscheinend sind doch die Dialoge die gleichen. Hey, wie? Ich habe gerade an dich gedacht, also habe ich mal schnell die Karten gelegt. Ich weiß, die Deutung ist nicht so stark, als wenn du hier wärst, aber wir haben uns schon so lange nicht gesehen und ich... Nun, eins kam zum anderen. Weißt du, was ich gezogen habe? Die Kraft, den Herrscher und die Welt. Babe, die Welt wird noch von dir hören. Geh und zeig Night City, woraus du gemacht bist. So, da haben wir das Ende mit Rogue. Eins von ein paar Enden. Das waren jetzt fast 2,5 Stunden. Heilige Scheiße. Was für eine dumme Idee. Egal. Vielleicht kann man jetzt den letzten Auftrag noch weitermachen. Dass er den nochmal starten kann. Kann man sogar.
Aber wir haben die Zugangskarte gekriegt. Und ihr wisst, was das heißt. Wir können uns... Wir können zu Adam fucking Smasher gehen. Das Gewehr hat man leider nicht behalten. Warum denn nicht? Das ist ja totaler Bullshit, ne? Wir kriegen richtig geile Sturmgewehr und dann sagt das Spiel, nö. Das kriegst du nicht. Ist voll Ikonen, darfst du aber nicht behalten. Weil es eigentlich ausgerüstet hat oder was? Was ist das für eine Logik? War eine ikonische Waffe, man konnte es ausprobieren. Ich glaube, mehr kann man doch nicht erwarten. Sag mal so, die Richtung muss stimmen. Okay, wir kommen jetzt am besten dorthin. Ja, das ist zwar in die richtige Stelle. Wäre es ein bisschen blöd, wenn ich jetzt an eine kleine falsche Stelle gehen würde. War natürlich auch schon eine super Idee, einfach mal kein Auto zu nehmen. Dann, hey, das schafft doch bestimmt zu Fuß. Die paar Meter. Mann. Jetzt ist eine dumme Idee. Die Frage ist eher wie die. Glaube ich, bin an der falschen Stelle. War das nicht hier? Ja, wahrscheinlich einfach bloß den blödesten Punkt, den wir mal nehmen können. Naja, gut. Hat sich das Schiff? Nein. Das muss doch das gewesen sein, das Schiff von Smasher. Welchen Stadtteil? Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass es das ist. Es muss doch das Schiff sein. Es ist also, wohl hier oben im Hafen stand. Ich weiß es nicht.
Es war auf jeden Fall ein Katzensprung von der Müllheide entfernt. Was sind wir doch eigentlich? Boah, das ist doch direkt hier. Werden wir gleich rausfinden. Ich glaube, ich bin hier am falschen Dock. Bei den ganzen Container? Ich könnte schon hinkommen. Wie? Wie geht's dir? Kann ich klagen. Sag mal, hast du Lust zum Abendessen vorbeizukommen? Joss wollte unbedingt für die ganze Familie kochen. Da sag ich nicht nein. Okay, super. Dann sehen wir uns bei Joss. Klingt gut. Falsches Ding. Hey, war doch so klar. Ich hab doch schon gesagt, dass es erst, dass wir direkt nach der Story dann in die Nebenmission weitermachen können, ne? Na gut, werden wir nochmal eine Folge dazwischen schieben mit Nebenmissionen. Also es ist ja nur die Folge nur mit einer Nebenmission. Für die Leute, die es interessiert, ansonsten ist es dann auch egal. So, jetzt aber. Das sieht doch schon Adern aus. War ich doch schon richtig? Waffenarsenal von Adam. Okay, Smasher. Und natürlich ein ikonischer Washington. So. Okay, Posaun behalten wir einfach. Alles ist legendär, das wird sowieso behalten. Sportschrotflinte, Alter. Volt Explosivmunition und reißt Gegner in Stücke. Ich bin mal gespannt, wie extrem der Rückschuss ist. Okay, jetzt sind die Mods wieder okay. Auch interessant. Vier Schuss habe ich bloß. Ich brauche jetzt mal ohne Zielscheibe. Irgendwas. Ja, wird da wohl irgendwo einer noch rumlaufen.
Aber besser vielleicht doch, ihr sagt irgendetwas. Da war auch ein Lagerhaus. Naja, gut. So ein riesen Kabumm, wie es an hier ist, ist es wohl jetzt nicht. Aber okay. Man kann mit der Waffe leben. So, haben wir noch irgendwas anderes? Hier haben wir nichts weiter gekriegt. Tarotkarten sind auch keine. Dass wir jetzt eh noch eine Mission mit River haben, das ist so. Okay. Naja, ich dachte, da kann ich jetzt vollkommen auf die Mission konzentrieren. Trotzdem fehlt einer. Die Welt ist gerecht. Eine fehlt. Fehlt einer. Steh nicht rum, eine fehlt. War das Cyberware hier? Ich doch allgemein neues Cyberware bekommen. Da können wir mal schnell zurückgehen. Auch welche Abkürzung erhalten. So, ich hatte den Gorilla-Arm. Hier gibt's nichts. Hier habe ich schon das Beste. Auch das Beste, was möglich ist. Kann ich leider nicht nehmen. Ach, habe ich ja schon. Ich habe das beste Zeug, aber kann es leider nicht nutzen. Ich mache schon das Beste. Und schon mal aufschließen. Ja, eigentlich bringt die Mission mit River bringt mir komplett aus dem Konzept. Aber das machen wir. Hey, vergiss nicht, dass wir heute Abend zocken. Als ob ich das vergessen würde. Ja. Das machen wir definitiv noch. Ansonsten geht's ja wirklich weiter mit Nocturne Opain. Oder wie man es auch ausspricht, oder. OP-15-1, keine Ahnung. Wie waren wir dann damit dann weiter, wenn wir immer die eine Nebenmission noch erledigt haben? Aber die Nebenmission wird auch, glaube ich, eine kleine Extra-Folge werden und die wird mit demselben Tag rauskommen, wie die X-Folge. Oder ich mache das an ein Stück, ich weiß noch nicht. Ich glaube, ich mache es mal ein Stück. Nee, mache ich nicht. Wird eine Extra-Folge.
Wenn ihr euch nur die Enden anschauen wollt, dann mache ich eine extra Folge. Ja, ist mal besser. Naja, aber ich da, so, wir haben jetzt das Ende mit Rogue gemacht. Und die beiden hätten gesehen, wie, wie den Körper behält und Johnny den Körper behält. Dann können wir das ja noch mit den Idle Kaidos machen. Wir haben auch die Möglichkeit, noch Selbstmord zu begehen. Und das brauchst du dann eigentlich, ne? Und dann soll es ja noch eine andere Möglichkeit geben. Ach, Arasaka, genau. Und dann müsste es auch noch mit, Johnny noch was Spezielles geben. Da habe ich ja mit dem Chip in mit der Mission ein bisschen aufgepasst, aber. Naja, werden wir ja sehen. Vielleicht hat das Broke da verkackt oder was anderes. Ich weiß es nicht. Aber wenn ich kein anderes Ende zur Verfügung habe, dann ist es einfach so. Dann ist einfach Pech. Aber naja. Nichtsdestotrotz bedanke ich mich hier wieder recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Haut rein!